Hallo, wir haben eine Umfrage für euch auf der Straße gemacht. Wir wollten wissen, was die Leute vom Filmkunstfest halten und was ihr Lieblingsgenre ist. Film ab! Hallo, wir sind von der Leo Films Redaktion und wir würden euch gerne mal ein paar Fragen stellen. Ja, könnt ihr machen. Wie finden Sie es im Kino? Ja, schöne Atmosphäre, wenn nicht so viele Menschen drin sind, die mit ihren Popcorn-Tüten knisteln. Ja, schöne Lautstärke und doch, ich gehe gerne ins Kino, wenn es nicht so teuer wäre. Ja, das muss ich allerdings auch sagen, das ist ganz schön teuer, aber ich finde die Atmosphäre ganz cool. Das ist mal was anderes, als ja, zu Hause im Wohnzimmer rumzusitzen. Ich finde Kino allgemein relativ gut, weil es ist entspannt und man kann sich den Film angucken. Und es ist schade, dass es keine Pausen zwischendurch gibt, aber sonst finde ich es echt gut. Am Kino hat man eine heimliche, wohnliche Situation, aber man sieht den Film einfach viel größer und kann sich viel besser da rein versetzen. Dass man ganz neue Filme sehen kann zum Beispiel, die noch gar nicht sonst anders veröffentlicht sind. Ja, und in der Gruppe vielleicht auch mal gehen kann, wo man vielleicht im Wohnzimmer nicht genug Platz hat für so viele Leute. Ich finde gut, dass es Kino gibt, aber für meinen Geschmack werden noch nicht die Filme gespielt, die ich gerne sehen würde. Ja, das bedauere ich leider. Deswegen freue ich mich, dass das Filmfest jetzt gerade da ist. Na, ich kann mich überhaupt nur im Kino vernünftig auf den Film konzentrieren. Wenn ich zu Hause bin, bin ich ständig abgelenkt. Entweder ich renne zum Kühlschrank oder raus oder sonst irgendetwas. Und im Kino ist es dunkel und man sitzt und dann bleibt man auch sitzen. Deswegen, wenn ich einen Film genießen will, gehe ich ins Kino. Wie findest du Kino überhaupt? Ja, sehr schön. Aber es ist ein bisschen teuer im Moment. Aber sonst mag ich Filme sehr gerne. Am Kino finde ich es so toll, dass man mit vielen Leuten im Kino sitzen kann und gemeinsam so schöne Filme angucken kann. Nicht wie vom Fernseher langweilig alleine, sondern eben mit vielen Leuten gemeinsam. Und das macht eben viel mehr Spaß, als alleine Fernsehen zu gucken. Kino ist toll. Als ich noch ganz jung war, bin ich nur ins Kino gegangen. Heute ist ja mehr, dass man im Fernsehen viele Filme sieht, ne? Aber das Kino ist toll. Ich freue mich aufs Filmkunstfest. Also ich mag Kino, weil da die Bilder so groß sind, dass man da drin, also in diesem ganzen Geschehen verschmelzen kann, kann man fast sagen. Also es ist anders als so ein kleiner Computer oder eine Leinwand, ne, vom Zuhause. Mhm. Und es ist toll, mit vielen Leuten im Kino zu sitzen. Wie weit nutzen Sie das Angebot von dem Filmkunstfest? Also dieses Jahr bin ich nicht so oft da gewesen, aber letztes Jahr war ich relativ regelmäßig da. Genau. Ich war beim Eröffnungsfilm. Also ich habe schon einen Film gesehen, den fand ich mir übrigens ziemlich gut. Ist gut möglich, dass ich noch einen weiteren Film sehe, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja. Und was war das für ein Film? Von Tom Sommerlatte, im Sommer wohnt er unten. Was ist dein Lieblingsgenre? Ich würde sagen Liebesfilme, oder? Ja. Mein Lieblingsgenre, das sind Spielfilme, lustige Spielfilme und Naturfilme. Ach, am liebsten gucke ich eher lustige Filme. So Horrorfilme und so mag ich eigentlich gar nicht. Da träume ich nur schlecht von. Ja, ich gucke gerne Psychothriller, da wo man nachdenken muss und aufpassen muss. Das ist so meins, das gucke ich gerne. Was halten Sie vom Filmkunstfest? Ja, ich finde es toll, dass es in Schwerin stattfindet, dass Schwerin damit natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit hat, kulturell etwas darzubieten und zu wachsen und so weiter. Und es sind ja auch tolle Schauspieler da, also insofern finde ich es gut. Ach du, da gehe ich eigentlich gar nicht hin. Also, nee, ich nutze das Angebot nicht. Ich auch nicht. Ich lese zwar viel darüber, so in der Stadt und auch in der Schule bei uns hängen ein paar Flyer, aber so haben wir nichts damit zu tun. Also zurzeit muss ich ziemlich viel arbeiten. Da habe ich in der Woche wenig Zeit, aber Freitag und Sonnabend, das sind so die Tage, an denen ich eigentlich ins Filmfest gehen wollte und mir ein paar Filme anschauen wollte. Bis jetzt nutzen wir es noch nicht so sehr. Dadurch, dass wir ein kleines Kind haben, sind wir doch ein bisschen eingeschränkt. Aber auf alle Fälle sind wir daran interessiert, mal hinzugehen. Es hat ja gerade auch erst angefangen, richtig? Ja. Also ich habe jetzt noch nicht alle Filme gesehen, aber das, was ich bisher gesehen habe und wie es so organisiert ist, finde ich ganz toll. Also hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt waren wir gerade gestern Nacht in ganz vielen Kurzfilmen und heute Morgen gleich wieder mit ganz wenig Schlaf dazwischen. Und das war trotzdem alles spannend und wir sind nicht eingeschlafen dabei. Also die Auswahl war ganz, ganz gut, die Jury getroffen hat. Und Sie? Ja, ich finde das bisher auch richtig toll. Also was so ein bisschen fehlt, ist so der Treffpunkt für die Filmemacher, haben wir so festgestellt.
weil wir jetzt ja auch hier beim Festival mitmachen. Das Tivoli war dann schon recht früh nicht mehr lebendig, aber die Filme sind toll, also die Auswahl ist super. Die Dokumentarfilme gefallen uns ganz gut, ne? Ja, aber auch die Kurzfilme, also Kurzfilme, Dokumentarfilme ja. Und Kurzfilme, da haben wir bisher sehr viel Gutes gesehen. Also eine sehr, wie sagt man, qualitativ hochwertige Auswahl haben wir gesehen. Mhm. Und nutzt du die... Okay, danke schön. Okay, danke. Bitte. Einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Nochmal von vorne? Genau. Nochmal von vorne. Danke. Das war's schon. Ja, okay, danke schön. War's das? Ja. Bitte. Dankeschön. Bitte. Einen schönen Tag noch. Danke. Dankeschön.